Moin Moin und willkommen zurück zu einer weiteren Folge Dark Souls für die Nintendo Switch. Und ich habe mir den Ritter Solaire herbeigerufen. Und wir gehen mit ihm direkt runter. Hier rüber. Und werden damit die beiden mächtigen Gegner töten. Obwohl die ersten beiden nicht so mächtig sind. Aber wenn die erstmal groß sind, sind sie richtig fett. Und ich hoffe, dass der mir helfen kann, das alles hier zu besiegen. So, wir warten mal, bis er hier ist. Nicht, dass ich da reingehe und dann keiner da mit reinkommt. Wieso hast du denn schon Leben verloren? Ach, der verliert die ganze Zeit Leben? Na gut. Warte mal. Hör mal kurz hier rüber. Okay. Ich kann mir meine Sachen holen. Danke, dass ich jetzt nicht darf. Das hab ich doch. Okay, pass auf. Um ihn hier fertig zu machen. Oh Mist! Oh, hat er mich aber schon hinten? Hat diese andere Spacken, ey. Wir müssen einen töten, aber es ist, glaube ich, erstmal er hier dran. Oh, ne! So. Was trinken? Jetzt soll der ruhig kommen. So leer. Halt ihn für mich auf. Okay. Nur mal sicher, trinke ich hier was? Ja, ey, der ist gut, der Ritter. Okay. Das ist ganz schön hart. Da hat mein Ritter gleich getötet. Okay, ich muss den Rest alleine machen. Selbst mit dem Ritter war es jetzt gerade ganz schön schwer. Muss ich zugeben. Okay. Und trotzdem an die ran. Ah Mann ey, ich hab das Schild auch gerufen. Jetzt hat er mich da oben. Ach Mann. Ach, so bekackt ist. Das ist doch scheiße. Ihr Leben hat er ja eigentlich gar nicht mehr, aber irgendwie ist er trotzdem sau. Wo noch? Oh. Wir sehen, was er davor hat. Wow. Hier müssen wir nochmal.
Hier auf jeden Fall nochmal killen irgendwie. Geh nicht raus, bevor du nicht tot bist. So. Jetzt komm her. Das ist beschissen. Oh, komm, er braucht noch einen Schlag. Nein, er hat mich schon wieder. Boah. Alter, selbst mit dem... So leer hat es echt lang gedauert, ne? Ja. Nein! Wie viel Leben, du Spacko? Oh, was trinken? Noch was passiert? Seele Ritter Ornstein. Gegenstand nehmen. Seele Löwenring haben wir auch. Menschlichkeit haben wir auch bekommen. Juhu! Hat. Heidewitzka, das war ein ganz schön dieser Kampf. Und ich glaube, ohne den Ritter hätte ich es nicht geschafft. Also vielleicht irgendwann, aber nicht so in der nächsten Zukunft. So, jetzt haben wir hier zwei Fahrstühle. Was, wofür ist denn der Ring eigentlich gut? Der Löwenring. Mann. Löwen versteckt Gegenangriff mit Stichwaffe. Okay. Gehen wir erstmal hier hoch. Danach auf der anderen Seite. Zwei verschiedene Fahrstühle. Welchen wir als erstes nehmen? Uha. Das hat reingeklotzt gerade. Spaß gemacht auf jeden Fall. Aber hat auch ganz gut. Kriegt man ganz gut Adrenalin rein. Wie sind wir hochgekommen? Das ist die Frage. Hier sind Leuchtfeuer, das ist natürlich super. Nutzen wir auch gleich. Und pflanze mal hin. Können wir hier ein bisschen aufsteigen. Was haben wir denn hier noch? Ich glaube, die Kondition könnte ein bisschen höher. Mal gucken, ist das der gleiche Fahrstuhl? Ja, okay. Mal hier längs kurz. Brücke. Ja, hier ist drin. Hier. Nein, aber warum kann man denn hier hoch, wenn hier nicht ein geheimnisvolles ist? Gut. Haben wir da noch irgendwas, ne? Leuchtfeuer, dann kann man da geradeaus gehen. Doch, wir können mal hier ein paar Seelen opfern. Wegpallern. Wir haben ja so viele, glaube ich. Rede von einem Helden. Weg damit. 10.000. Das heißt, wir können auf jeden Fall wieder noch eine Etage höher gehen, aufsteigen. Und da würde ich sagen, nehmen wir Vitalität. Warum nicht? So, haben wir noch mehr Seelen, die wir wegkloppen können. Hier, Seelen von Ritter 8 Stück. 40.000 mit einmal, das ist nicht schlecht. Noch hier. Große. Und stolzen Krieger. Auch weg. Warum sollen wir die sammeln? So, gucken wir es nochmal. Dann haben wir noch die Beweglichkeit noch ein bisschen höher. Das heißt mal so. Und dann gucken wir, ob wir die Tür hier aufmachen können. Ich hoffe. Wer ist sie denn? Thou hast journeyed far and overcome much, chosen undead. Come hither, child. Okay.
niederknien. Oh, chosen undead, I am Guinevere, daughter of Lord Gwyn and Queen of Sunlight. Since the day Father is formed in Obscurith, I have awaited thee. I bequeath the Lord Vessel to thee. Dank des Herrschers kannst du dich via Leuchtfeuer teleportieren. Oh, cool! Succeed Lord Gwyn and inheriteth the fire of our world. Thou shalt endeth this eternal twilight and avert further undead sacrifices. Mann, jetzt nicht? Chosen undead, thou hast... Geeid leisten. Nochmal. Ring der Sonnenprinzessin. Hereafter I, Guinevere, shall, if thou so needest, I shall devote all to thine safety. May thou be one with the sunlight forevermore. Since the day Father once lived and see a great indeed without now thou shalt go forth, chosen undead. May thou be one with the sunlight. Und ist doch gar nicht so hässlich. Riesig zumindest und hat auch ordentliche Hupen, würde ich sagen. Nicht schlecht, nicht schlecht. Und jetzt können wir reisen. Direkt von dem hier schon reisen dann? Teleportieren. Feuerbandschrein, Sonnenlichter, Anor Londo. Und das kostet alles nichts? Oder kostet mich das jedes Mal irgendwie wieder? Gemalte Welt von Ariamis. Oh, das ist cool. Dann können wir irgendwann nochmal den Boss killen da. Instamundgrab. Frage, wohin sollen? Im Feuerbandschrein. Oh, das ist doch fett. Also das Ding finde ich richtig cool. Das erleichtert das Spiel ja ungemein, dass man nicht mehr so viel durcheinander laufen muss. Jetzt ist die Frage, in welche Richtung wir uns jetzt auf den Weg machen. So, dann kurz hier hin. Ja. Flaschen. Kommen wir hier. Hier noch irgendwas. Denn. Ein Gefäß machen? Ja. Heavens, you have done it. You have retrieved the Lord Vessel. After a thousand years, it is you. It is really you. Hey. Look. Forgive me. I really should calm down. Hässlich. Now, let us take that vessel on a journey. I assume that you are ready. Now, be still. Okay. Will ich jetzt? Macht er mit mir? This is the Firelink Chamber for the successor of Lord Gwyn. Now, place the Lord Vessel on the altar. Aber hier? Okay. Hört's nicht, doch nicht. Was hatte ich in meiner Tasche? Das kleine Gefäß? Okay.
Aha, jetzt sind die orangen Tore weg. Ich habe nur das eine Tor gesehen, das andere kenne ich gar nicht mehr. Herrschergefäß rasten? Okay. Herrschergefäß Seelen darbieten. Eine darbietbaren Fürsten. Okay. Okay. Ich behaupte mal, dass man diese Fürstenseelen wahrscheinlich in den orangenen Fingern bekommt. Könnte ich mir gut vorstellen zumindest. Okay, jetzt ist die Frage, was wir machen sollen. Oh, dass er. Frag mal, was er sagen kann. Eine Schlange. Very well. As King Seeker, I shall now instruct you, the Lord's successor, in your next task. To achieve your fate, fill the vessel with powerful souls, commensurate to the great soul of Gwyn. Scarce few possess such brilliant souls. Grave Lord Nito. The Witch of Izalith, the four kings of New Londo, who inherited the shards of Gwyn's soul, and Lord Gwyn's former confidant, Seath the Scaleless. All of their souls are required to satiate the Lord Vessel. Are you ready? Then we shall return. Stay still for a moment. Nein, frisst er mich schon. Eieieiei. Mann. Krass, man könnte meinen, das Spiel ist jetzt schon vorbei. Das hat eine mega lange Spielzeit. Vielleicht auch, weil man so oft drauf geht. Aber irgendwie. Ich, oder? Können wir mit ihm reden? Pleased to see you. Is it something hurt? Reportieren? Very well. Then. Nein, nein, nein. Stay still for a moment. Nicht reportieren. Wahrscheinlich, dass es da runtergeht, ne? Gut. Aber wo wir jetzt hin sollen? Also das orange Portal ist offen. Das heißt, wir könnten theoretisch nach. Anno Londo gern wieder gehen, weil das wäre jetzt auf da, das Ding. Das war ja schon. War hier schon relativ nah dran. Ding, teleportieren wir uns. Londo. Jetzt. Gucken wir uns auf jeden Fall die andere Seite mal an. Und dann überlegen wir, was wir machen. Letzte Video war schon so lang, vielleicht müssen wir dieses Mal ein bisschen kürzer machen. Die Leute wollen nicht so viele auf einmal gucken, da bin ich mir ganz sicher. Mal sehen. So, 15 haben wir hier. Hier hoch. Etage tiefer und dann da runter. Da hinter dem war es. Kann man hochgehen. Ja? Gut. Den mal kurz rauslocken, dann den Heini. Nehmen Sie mal lieber hier draußen. Keine Ahnung, ob die anderen nachher wach werden. Ach so, willst du nicht, oder was? Komm her. Hier oben beschadet rein, ohne dass er uns. War da hoch? Da bin ich mir ganz sicher, dass da ein orangenes Portal war. Und da werden wir jetzt gehen.
Genau. Jetzt durch. Ich hoffe, dass die Gegner hier nicht zu stark sind. Und Eber. Alter, ich mach nur 32 Schaden, hast du gesehen? Schön aus hier. Oh, hört er mich? Was? Eiskeilerhelm, okay. Hier ist auf jeden Fall schon mal ein Feuerband. Leuchtfeuer. Ist ein bisschen ordentlicher aus und nicht ganz so wild wie woanders. Ein Hebel. Okay. Wird sich ausstellen, wie wir hier sind, aufgestellt sind. Eieiei. Ei, ei. Wie am Anfang des Spiels. Brauchen wir mächtigere Waffen. Jetzt mal an da. Und das Kristallschwert. Wie ist denn das? Der Hellbade? Ah! Okay.
holen hier. Okay. Das, ach, dass wir so ein. Müssen wir ihn hier oben aber abholen vielleicht? Kriegen irgendwie. Okay, macht mal ein bisschen Schaden. Viele starke Gegner. Den in der Mitte auf jeden Fall als erstes killen. Bibliothek hier. Oder liegt was? Hört euch mit? Langbogen. Gut. Jetzt wird es wieder ein bisschen anspruchsvoller, weil man. Jetzt bin ich nicht mehr so overpowered, wie ich das die ganze Zeit war jetzt. Besser. Also, angepasster ans Spiel, würde ich sagen. Müssen wir irgendwann mal hier farmen gehen und nicht Seelen sammeln. Titanit. Okay. Nur kurz. Mann.
Kiste. Ah, warte. Alter, ich bin ja ein bisschen besser geworden, ne? Okay. So. Okay. Kristallritterschild. Sehr gut. Nicht viel sehen? Gehakt. Könnte jedes Buchregal ein Geheimgang sein. Und ich wollte mich feststellen. Wir gehen nochmal die andere Seite längs. Da Gegner sind, aber. Da noch eine Truhe da hinten. Yes, das ist auch wieder eine Falle. Scheint eine richtige Truhe zu sein. Noch ein Funkeltitanit. Sehr gut. Und jetzt gehen wir mit dem Dingsbums da weiter. Ja. Hoch oder runter? Was? Oh. Safety first, na, da geht ja mal die Schotten dicht. Okay, da sehe ich einfach nur Gegner, nur Gegner. Mal irgendwie hinkommen. Ach so, das ist alles voll mit Eis. Mir sagen soll, dass hier irgendwas Altes ist, dass mich irgend so ein Eisberserker kommt. Das waren schnell gefarmte Seelen. Noch einige Gegner hier auf dem Weg sein, behaupte ich mal. Oh. Nein. Oh, ich bin so langsam. Hey, noch nicht. Aha. Danke. Okay. Sperriger hier. Wir reingehen? Wir gehen hier rein. Oh, bin ich schon mal Boss hier? Das gibt's doch gar nicht. Scheiße, damit habe ich gar nicht gerechnet. Wie besiege ich dich? Kann ich mal zu dir hinkommen. Ich da hoch. Okay. Gibt es hier auch eine Stelle, wo ich nicht werde? Das war's. Sehr gut. Na ja, jetzt sind wir weit gekommen. Schauen wir uns das nächste Mal an, wie wir den hier wirklich killen können. Ja, und bis dahin. Tschüss.